Also gut, halte RT rechten Schalter gedrückt, um Objekte aufzuheben. Lass sie wieder los, um sie fallen festzulassen. Hebe die Bundeskiste auf und bringe sie zum knochigen Gesellen Gentleman da drüben. Dankeschön. Also ungefähr so. Mal so. Stellst dahin. Lass Mumbo-Kiste in speziellen rosa Bereich auf Boden fallen. Dann komm und rede mit schlauen Schamanen. Sehr gut, alte Mumbo. Where are the Mumbos? Da ist doch Mumbo. So, hier, in deinem rosa Bereich haben wir ihn hingestellt. Mumbo öffnet Kiste für Bär. Kiste an Teile, um zu bauen. Fahrzeuge, um zu spielen, spielt. Diese Kiste hat einfache Teile, ich aber schweren Satzbau. Damit dummer Vogel nicht verwirrt. Bär benutzen linken Stick. Achso, das steht immer dein Symbol und dann steht das dahinter. Außer bei der B-Taste. Da steht nur Minus-Taste. Um durchzusehen Teile in Mumbo-Kiste, wenn Bär sich langweilt mit Gucken, dann drücken B-Taste um zum Fortfahren. So, und hier haben wir halt Standardsitz, Rad, kleiner Motor, wenig Treibstoff, eine Ablage. Taxi sitzen, kleine Munition, leichte Würfel, leichten Keil, eine Ecke, Stange, LT, Panel und was auch mal. Jede Menge Sachen. Bär findet viele mehr Mumbo-Kisten in Stadt. Alle Kisten enthalten andere Teile. Ich werde mal gleich dann so erzählen, nachdem er fertig geredet hat, eben worum es in diesem Spiel eigentlich geht und wie das ganze Spiel funktioniert. Das wird die Benjo-Freunde richtig freuen. Bringe Kisten zurück zum Mumbo für Öffnen, um neue Teile in Werkstatt zu lagern. So kriegen Bär mehr Teile, um Fahrzeuge zu bauen. Jetzt komm mit Mumbo in Werkstatt. Wir versuchen zu bauen Nützliches aus einfachen Teilen, die Bär gefunden hat. Genau darum geht es in diesem Spiel. Wir haben jetzt immer wieder Missionen. In einem Benjo-Spiel. Ja, Missionen. Zeitmissionen. Die wir in Vehikeln, die wir selbst bauen müssen, absolvieren. Klingt doch nach einem Benjo-Kazooie-Spiel, oder nicht? Absolut. Wodka. Willkommen, Bär und Vogel. Großartiges Mumbo-Motor-Star, um Helden bauen zu lassen. Tolle Fahrzeuge, damit sie besiegen Spinat-Wachtel-Grundhilda. Lord of Games sagt, Bär muss neu bauen, kaputtes Fahrzeug. Meistermechaniker irgendwas. Bär wählt zuerst Workshop-Bogen, um zum Teilelager zu kommen. Dann ganz leicht sicher selbst Bär, dann A drücken, um auszuwählen. Man kann das Tutorial anscheinend auch überspringen. Ja, vielleicht sollten wir das einfach tun, weil wir in der Lage sind. Ja, das durchaus. Eins zu eins zusammenzuzählen. Also es ist im Endeffekt dann halt, du suchst die Teile aus und baust die aneinander. Du musst ja aber auch versuchen, irgendwie klug aneinander zu bauen, weil dieses Spiel versucht, eine lebensgetreue Physik aufzubauen. Und die ist megamäßig mies. Naja, so schlimm ist er noch wieder. Ja, es ist immerhin auf der Rückfahrt. Warte mal auf die Jinjo-Mission. Steht hier Havoc. Havoc? Ja. Ist das eine gute? Das ist eine sehr berühmte und oft eingesetzte Engine für Physik. Ah, okay. Natürlich die Frage, wie sie die am Ende noch verwurschtelt haben. Ike Bock, um ein Fahrzeug auf den Kopf. Nicht Panik. Wir stehen daneben und drück LT, linken Schalter, um umzudrehen. Versuch jetzt das. Ja, ja. Drücke Y-Taste, um einzusteigen. Zu überspringen. Ja, ich weiß. Bär jetzt bereit zu fahren. Bestimmt viele Unfall. Weil Bär sehr tollpatschig. Aber keine Sorge. Drücke RT, rechten Schalter, um zu beschleunigen. Und LT, um linken Schalter. Ja, ja. Ich weiß, wie man dieses Spiel spielt. Durchaus. Man macht so, so. Und ja, wir spielen jetzt spielen uns hier ein bisschen Banjo-Tooie. We gotta play me some Banjo Kazooie Schraubelocker. Tooie ist es nicht mehr. Ja, Tooie ist nicht. Tooie hätte ich jetzt noch lieber gespielt. Ich hätte lieber nochmal Tooie gemacht. Das reicht mit dem Schabernack. Fahre deinen Wagen zu dem Fuß meines Berges herum. Dann den schlängelnden Weg zu meiner Fabrik herauf. Ja, ja. Und auch noch eine kleine Anmerkung zu diesem Let's Play. Wir werden das Spiel nicht regulär spielen. Wir werden alles Mögliche an sogenannten Exploits, wie soll man das sagen? Wir machen einfach das absolute Glitchfest. Richtig. Wir nutzen sämtliche Schwächen dieses Spiels aus und nutzen sie als unsere Stärken. So könnte man das sagen, ja. Wir werden absolut ausrasten quasi. Aber wir werden das immer so ein bisschen im Abwechsel machen. Mal macht er eine Passage und ich mache wahrscheinlich dann immer die regulären Aufgaben
Ja, oder wir werden sehen, wie wir es dann machen. Es wird irgendwie passieren und am Ende wird jeder sich freuen, dass es trotz allem vorbei ist. Richtig. Und 100% sage ich gleich schon mal nein. Denn es gibt 120%. Nein. Ich weiß noch nicht mehr, ob wir dieses Spiel überhaupt durchspielen werden. Ja. Das muss man wirklich dazu sagen, weil irgendwann vergeht einem die Lust an diesem Spiel. Ich habe es privat versucht durchzuspielen und bin wahnsinnig geworden, weil nichts funktioniert hat. Yeah, ich fahre mindestens 1 km/h. Aber hey, guck mal, Noten sammeln ist wieder wie im ersten Spiel. Absolut, nur dass man das mit dem Auto Einzelnoten macht. Und nicht Fünferpacks mit Noten. Ja, man kann es auch mit dem Auto machen. Beziehungsweise nicht ganz wie im ersten Spiel, weil wie man da links sieht, es gibt Bronzenoten, Silber- und Goldnoten. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Es war mir so klar. Warum? Guck mal, da hinten schwebt ein Ballon. Momo-Ballon. Ja, warum auch nicht? Nehmen wir mal an, nee, also Bronze sind 1 wert. Ich glaube, Silber waren 5. Gucken wir mal. Sind das 5? Ja. Ja. Und die goldenen sind 10 wert. Nee, Silbernote. Sehr gut. Ja. An sowas könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Man kann natürlich auch jederzeit aussteigen und theoretisch immer noch ein Anführungszeichen Jump'n'Run draus machen. Aber Leute, das ist kein Jump'n'Run mehr. Das hier ist bitteres Autogefahre. Ach ja, man kann hier... Nee, kann man nicht. Okay. Ich dachte, man kann da jetzt einfach den Schalter betätigen und schon mal einen Gigi absammeln. Aber offenbar nicht. Gucken wir fein. Du wolltest mit mir reden, Kumpel. Ich sollte dahin. Also. Oder muss ich erstmal raus? Ja, ich denke, du musst jetzt ihn ansprechen. Also gut, hör mir zu. Das ist die Spielkugel. Sie sind verfügbar, sobald du genug Jiggies angehäuft hast. Da du aber noch keine Jiggies hast, bekommst du von mir nur die erste Kugel umsonst. Oder nicht nur Standard. Du bekommst sie halt so. Setzt deine Spielkugel auf diesen Sockel, schaltest du eine meiner fantastischen Spielwelten frei. Achte darauf, die Spielkugel nicht zu verlieren. Denn dann musst du wieder hierher kommen und mit Hilfe des Schlüssels eine neue holen. Und jetzt leg die Kugel in dein Fahrzeug und bring sie ihrem Sockel und dann sage ich dir, wie du deinen ersten Jiggy verdienst. Prostitution. Ja, guckst dir an. Offensichtlich. Dieses Spiel schreit nach Prostitution. Ja. Prostitution, you doing it wrong. So, Rückwärtsgang. Warum auch nicht? Einfach runter. Nein, die wollte ich nicht. Egal. Welcher Knopf war das? RB zum mit L hinten. Mit für den Stab meinst du, oder was? Für das Durchschalten. Rechter Bumper. Ach ja, genau. Könnte auch der linke Bumper, also für hin und her schalten halt, je nachdem in welche Richtung. Ist wichtig. Glaubt uns einfach. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Und yay, wir haben jetzt, dies ist die Spielwelt, die erste, Nutty Acris. Und da steht immer drüber, wie viele Jiggies wir brauchen, um die Türen zu öffnen. Yay! Fun Times! Wunderbar! Die erste Spielwelt ist jetzt aktiviert. Jede Spielwelt besteht aus mehreren Akten, in denen du Jiggies gewinnen kannst. Jede Tür führt zu einem anderen Akt. Modell. Du wirst sehen, was du für jede Tür eine bestimmte Menge Jiggies brauchst. Um sie zu öffnen? Ich sehe es gerne als klassische Banjo-Hommage an. Die Anzahl der benötigten Jiggies steht über der Tür. Diese Anzahl musst du auf der Bank haben, um die Tür zu öffnen. Wie du siehst, ist Akt 1 Tür Welt offen, also schau mal rein, da findest du den ersten Jiggy. Danke. Hör mal auf zu labern, Kumpel. So, wir können als erstes natürlich hier durch die Gegend laufen. Ah ne, so spricht man mit Leuten. Habt ihr schon mal aus dem Kuchenladen auf dem Stockplatz bestellt? Ich habe den Verdacht, dass sie diese billigen, vorgefertigten Teigmischungen aus der Packung benutzen. Na, du benutzt schon Backmischung. Ja, also wirklich. Und das doch noch aus der Packung. Das finde ich. Ach ja, übrigens. Wenn ich kaufe, dann kippe ich die. Ah ja, übrigens, Grunty steht hier einfach so rum, ne? Hier, bam. Ach ja, genau, die ist jetzt. Bam. Ein wahrer Fan, das bist du nicht. Aber so ein schlechter Benimmentzeug, was auch mal. Ein gewitterte Freundin ist wirklich eine Schmach. Wo bleiben ihre lustigen Sprüche, die sie einst mal sprach? Ach ja, Grunty ist wieder dabei, immer die ganze Zeit irgendwelche blöden Sprüche zu sagen. Sehe ich das nur so? Oder ist in der Nase eckig? Die Fans werden mich hassen.
Ja, auch ein kleiner Seitenhieb selbst gegen das Spiel. Das Spiel ist nämlich sehr eckig und kantig. Also im Gegensatz zum Original, das war ein bisschen runder. Ja, ja, schieb die Fette weg, weil du mit sie reden willst. Hey, du Bär, hol mir schnell was zu trinken. Mir ist schon ganz heiß und meine Achseln stinken. Sie will trinken. Wie kann sie denn überhaupt... Ist das nicht alles nur ein Roboteranzug? Eigentlich ja. Sie kann denn dann... Ach. Wie ihre Achseln stinken können? Ja, exakt. Roboter-Schweißdrüsen. Verstehe. So. Mambo! Motor ölt sie dann quasi, ja, genau. Sie ölt unter ihren Achseln. Beziehungsweise ich werde die Kiste jetzt mal da reinpacken und mal das erste Level machen und dann werde ich dir mal den Controller übergeben. Einfach nur, damit du dann nochmal zocken kannst. Und was man übrigens auch machen kann, ist... Ja. Leute nicht überfahren. Genau, man kann so tun, als wenn man Leute überfährt. Man kann sie eigentlich wirklich überfahren. Eigentlich ja, aber irgendwie ja. Stellen die sich gerade intelligenter an als sonst immer. Das kommt noch. Und ich stelle mich dümmer an und habe ein McDonalds-Zeichen auf dem Boden gemacht. Bam! Endlich. Weil ich groß bin, heißt es nicht, dass ich keine Gefühle habe. Welt betreten. Und wo genau möchtest du hin? Mit dem beladenen Wagen. Ja, du wartest darauf, bis ich wiederkomme. Ja, ich will die Welt betreten, habe ich doch schon mal gesagt. Jesus. Jesus. Der Käse-Jesus. Der Käse-Jesus. Käse-Jesus. Jetzt im Kühlregal. Ne? Ja, und das direkt neben... Neben dem King? Neben dem King. Ach ja, übrigens. Was? Übrigens hat jedes Spiel so ein Intro. Ja, jedes Level. Jede neue... Welt. Richtig. Not the Actress, die Stars. Und es ist immer an irgendeine Show oder sowas angelehnt. Ja. Was war denn das für eine Show? Warte, du sagst nicht. Mambo Jumbo als Farmbesitzer. Glungo als ungeschickter Landarbeiter. Warte, ich muss echt überlegen. Bottles als einsiedlicher Pilot. Humba Wumba als Mumbus schwer geprüfte Frau. Was? Sie ist eine Frau? Mr. Fit als anderer Landarbeiter. Konnten sich im zweiten Spiel nicht leiden. Wir stellen vor, Trophäen Thomas als furchtbar ehrgeiziger Farmtechniker. Scheiße. Ja, das ist Nutty Acris. Ja gut, die Folge kann sich hochladen, die wird von der Content Mafia sofort blockiert. Ja, Nutty Island. Heimat der Nutty Acris Farm. Hier ist sogar... Die ist sogar ziemlich berühmt. Dallas. Hier züchten sie die härteste und widerstandsfähigste Kokosnüsse der Welt. Tatsächlich? Dallas? Das müsste Dallas sein, ja. Also original Dallas. Nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, war Dallas nicht irgendwie was anderes? War Dallas nicht, wie ging das nochmal? Ah ne, es war Bonanza, was ich gerade... Ja, ich dachte, du hast es für Bonanza, was ich gerade, aber dann war es Dallas. Es ist Dallas. Ah, okay. Hey, Kazooie, es sieht doch gar nicht so übel hier aus. Schau dir mal die Ansicht an. Die Ansicht? Die Ansicht aus. Aussicht. Ansicht aus. Mal die Ansicht aus. Ich schätze für einen Ort, der im... der A-Knopf redet. Ich habe keine Stimme für den A-Knopf. Standen der ist, hätte ich... redet? Na, rechts ist normalerweise ein Kopf. Da ist jetzt nur der A-Knopf. Ach du liebe Zeit. Oder unten ist noch ein Kopf von einem Ding. Das ist Lock. Ja, ja, aber warum ist der Lock-Knopf da? Ohne Weil er gleich nochmal was sagt. Aber warum redet der A-Knopf? Ah! Jetzt ist Kazooie wieder da. Oh, ich bin... Was macht der Warcraft 3 Troll-Ork da? Das ist Klungo. Klungo. Ist das nicht der aufbrechen wollte, die beklopptesten Spiele der Welt? Richtig, der wollte eventuell Spiele entwickeln. Ja, ich hab's nur gemerkt. Jetzt ist er Landarbeiter. Okay, kann man auch machen. Und wo wir gerade von hohlen Nüssen sprechen, ist das nicht Klungo? Was hat es mit den Jiggies über seinem Kopf an sich, auf sich? Ach ja, uns wird jetzt erklärt, dass wir Leute ansprechen, um Missionen freizuschalten. Ja. Das muss man mir nicht erklären. Ich weiß, wie das Spiel läuft. Ich meine, sieht wirklich aus wie so ein Warcraft 3 Ork. Na, hallo Klungo. Ah, ne. Na, hallo Klungo. Nö, ich kann die Stimme nicht mehr. Lange nicht gesehen. Was es nicht wirklich gestört hat, um ehrlich zu sein. Und wo ist die Warzige? Klungo nicht mehr für Grunty arbeiten. Hexe gemahlen, riecht schlecht. Klungo ihr Deo kaufen, sie es nie benutzen. Ach ja, übrigens. Hatte der nicht einen F-Fehler? Sein Sprachfehler war
im deutschen Banjo-Tooie, ja, dass er ja alle S mit F ausgetauscht hat. Und hier hat er jetzt den originalen Sprachfehler, den er auch im Englischen hat, nämlich dass er die S sehr lang zieht, also sozusagen so lispeln. Lispeln, okay, dann werde ich ihn jetzt aufs Wort lispeln. Aber das macht doch. Lispeln macht doch nicht F aus S. Ich weiß nicht, was S aus F? Vielleicht? Nee, doch ein F aus S, richtig. Slytherin! Vielleicht, Klungwert gehören zu den Guten. Ich bin ja vollkommen raus mit dieser ganzen FS-Geschichte. Oh, okay. FSJ, Alter. Wirklich? Wie nett. Also deswegen hast du einen schwebenden G über den Kopf? Ach, weswegen? Es bedeutet, Klunge haben Aufgabe. Gewinne Klungos Aufgabe und er gebe dem Bären hübsches Gold, Jiggy. Gold! So. Ein ganzes Gold, Jiggy. Groß Feuer unten auf der Farm und Nüsse sehr leicht brennen. Bär erreichen schnell die Farm, bevor die Ernte sich in Rauch auflöst. Das mag in der Theorie in Ordnung sein, Stinkmaul. Aber selbst wenn wir helfen wollten, ich habe meinen Talent Shot verloren. Sieht aus, als würden die Nüsse gerüstet werden. Fahre mit einem kleinen lustigen Wagen, um die Farm schnell zu erreichen. Das ist ein Einkaufswagen, wir sind nicht bei Jackass. Der Pfeil auf der Karte zeigt dir, in welche Richtung du fahren musst. Beeilung, Klunko nicht wollen, Dresche bekommen. Hexe, du warst schlimm genug. Wer rettet Farm? Klunko, dir geben Jiggy. Noch einfacher bitte, ich hab's nicht verstanden. Dies hier ist Loks aus Wahl ausspielen. Drücke A. Ja, ich weiß, da steht, dass ich A drücken soll. Wee wee. Ne, wir spielen das auf der Xbox. Achso. Auf der Wii gibt's das nicht. Weißt du, der Aufruf war einfach nur diese Note zu kriegen und du bist noch vorbeigefahren. Nein, ich will im blauen Bereich bleiben. Komm schon, 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 komm schon. Nein, 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 nein. Die brennt doch gar nichts. Richtig. Yes! Oh, jetzt habe ich einen Dialog übersprungen. Danke für das Angebot, Hohlkopf. Aber ich denke, wir lassen das Mittagessen ausfallen. Mumbo hat im Grunde nur gesagt, dass er gerade grillen ist und ob wir ein Würstchen abhalten wollen. Bär, erste Aufgabe gewonnen. Nicht schlecht. Bär, gehen wieder zurück zu Klungo. Vielleicht gibt er Belohnung, wenn du Aufgabe schnell genug gewinnst, Uminaka. Ja, natürlich. Wir kriegen jetzt Noten, Jiggy und eine TT-Trophäe. Das ist dieser Tony Tiger. Genau. Der war Thomas. Ja. Gut. Wir sagen, glaube ich, immer noch Tony Tiger. Wir werden es nicht merken. Er sieht aber auch aus wie einer, der Tony heißen würde. Ja, ne? Du hättest unbedingt die Wiederholung speichern sollen.